Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer M. Ich habe gesehen, dass das Interesse an meiner Sendung mit dem Dritten Weltkrieg relativ groß war. Ich habe das vorhin so gesehen, ich habe mir ein bisschen meine Gedanken gemacht zu diesem Thema und habe dann einfach mal so spontan die Sendung aufgezeigt. Ihr müsst wissen, ich bin gerade ein bisschen am Fummeln an meinem Mikrofon. Ich habe mir jetzt nochmal so eine bessere Mikrofonhalterung gekauft. Ich habe im November habe ich so zwei Kurse. Das nur so am Rande, das muss euch jetzt nicht interessieren, aber ich erzähle es euch einfach trotzdem mal zum Spaß an der Freude. Ich habe so zwei Kurse. Dein eigenes Tonstudio heißt der eine und der andere heißt Hörbuch aufzeichnen. Ich habe mir überlegt, jetzt nochmal so einen Angriff zu machen. Ich bin normalerweise, was sowas angeht, ziemlich faul. Ich habe keinen Bock, da jetzt irgendwie, also normal müsste ich irgendwie so ein Stehmikro haben. Ich müsste dann irgendwie so einen abgeschirmten Bereich haben, am besten so eine Kabine. Es gibt irgendwelche Hersteller, die haben so Saunakabinen, wo du so ein Mann-Sauna oder eine Frau-Sauna hast. Und dann werden diese Kabinen umgebaut zu so einer Art Tonstudio, weil du musst bedenken, dieses Holz, das hat die beste Akustik. Also wenn du in so einem Raum bist, der klein ist und mit Holz getäfelt ist, das hast du auch in irgendwelchen Tonstudios. Dann hast du beste ever Akustik. Aber ich bin viel zu faul für sowas. Ich sitze meistens hier bei mir am Tisch. Und dann jedes Mal die perfekte Mikrofonposition. Und normalerweise sollte man ja stehen. Und ach, das ist alles so anstrengend. Aber ich habe mir jetzt überlegt, okay, ich mache diese Kurse, ich will jetzt Pro werden. Versteht ihr? Ich kann nicht immer so ein Noob bleiben. Also habe ich jetzt ein bisschen an mein Mikrofon gefummelt. Ich habe auch ein bisschen Probleme. Jetzt, ich habe jetzt meinen neuen PC im Einsatz. Ich habe bisher immer aufgezeichnet in meinem alten PC, aber der wurde irgendwann übelst langsamer. So habe ich ihn jetzt sozusagen in die zweite Reihe verbannt, der Arme. Jetzt bin ich am neuen PC unterwegs. Das war auch nicht so einfach. Ich habe die letzten Tage, glaube ich, den falschen USB-Port benutzt mit so einer niedrigen Datenrate. Habe ich jetzt heute geändert. Okay, gut und schön. Und jetzt nicht mal noch so ein paar Gedanken zum Besten geben zu diesem Thema. Mit der Shanghai-Kontaktgruppe und so weiter. Warum ich überhaupt die Sendung aufgezeichnet habe? Ich kann es nicht wissen, versteht ihr? Es kann ja natürlich alles nur Propaganda sein. Ihr müsst davon ausgehen, auch der Russe macht viel Propaganda. Aber ich habe ja schon hier und da auch mal so ein bisschen erzählt, wie ich überhaupt dazu komme, wie ich meine Analysen mache. Ihr müsst Folgendes bedenken. Ich bin ja kein Hellseher, versteht ihr? Ich bin nicht Nostradamus und auch nicht das Orakel von Delphi. Und ich habe so bestimmte Vorgehensweisen, also sammle Hinweise. Ich nehme relativ viel zur Kenntnis über den Tag hinweg. Gucke mal wieder so irgendwelche Podcasts, also zum Beispiel vorm Schlafengehen gucke ich immer noch mal irgendwelche Podcasts an. Also ich gucke zum Beispiel den Kanal von der Wagenknecht, gucke ich regelmäßig. Ich gucke jetzt in letzter Zeit auch den Kanal vom Reichelt. Ich meine, ich mag den Reichelt nicht. Der Reichelt hat viel Scheiße gemacht da mit diesem Kind und so. Gar keine Frage. Also ich bin nachtragend, ich vergebe es dem Reichelt nicht. Aber im Moment ist Reichelt so ein Typ, der sagt wirklich, weil der hat ja alle Brücken hinter sich abgebrochen. Die haben ihn ja da bei der Bild-Zeitung gekickt und haben ihn ja quasi beruflich zerstört. Und jetzt sitzt der Reichelt da und versucht sich zu etablieren als eigene Marke. Das heißt, der Reichelt nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund. Wie der austeilt, wie hart und penetrant der die Grünen punisht, das ist zu krass einfach nur. Und manchmal haut auch wirklich Sachen raus, die ganz interessant zu wissen sind. Dann gucke ich mir, logischerweise gucke ich natürlich auch die Mainstream-Medien, aber ich gucke auch in letzter Zeit zum Beispiel mir die Reden von der Alice Weidel an, weil auch die Weidel jetzt, versteht ihr, die AfD hat immer so dieses Problem als Protestpartei, ja, der unheimlich profitiert. Es war ja ursprünglich mal eine Europartei. Also so eine Anti-Euro-Partei. Und dann ab 2015 wurde sie ja so die Gegenflüchtlinge-Partei. Okay, von mir aus ist das so, bin Migrant. Dieser Standpunkt ist mir jetzt unbedingt sehr sympathisch. Liegt in der Natur der Dinge. Aber jetzt sind ja die Grenzen schon relativ dicht. Also gut, es kommen auch wieder hier und da vereinzelt Flüchtlinge, aber es hat sich verändert. Es sind jetzt keine Syrer mehr, es sind jetzt irgendwelche Ukrainer und so weiter und so fort. Es gibt diese Pushbacks. Das heißt, auch die AfD hat geschwächelt in den letzten ein, zwei Jahren. Und jetzt hat sie halt dieses neue Thema. Auch die Weidel teilt schon teilweise gut aus. Und ich meine, den Standpunkt von Strack-Zimmermann, der wird mir ja heutzutage
überall um die Ohren geschlagen bei Lanz und weiß der Geier. Und so weiter und so fort. Und ihr müsst bedenken, es gibt so bestimmte Mechanismen, also... Ach, das ist ein kompliziertes Thema. Ich hoffe, ich versinke jetzt nicht total im Chaos und verwirre euch nur maßlos. Aber ich habe so bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die man beobachten kann. Ihr müsst bedenken, wenn die Schnappatmungsfraktion, nein, ihr wisst, wen ich meine, die Schnappatmungsfraktion, die so übelst abgleitet, also wenn zum Beispiel ein Land anfängt zu argumentieren mit irgendwelchen toten Kindern und so weiter, ist ja schön und gut. Es ist ja auch gut und schön. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe auch ein Herz. Ich habe viel Mitleid mit anderen Menschen. Aber das bringt mir bei der politischen Analyse nicht so viel. Das heißt, im Endeffekt ist wenn so ein Lanz oder so eine Strack-Zimmermann abgleiten in so Hypermoralismen oder wenn sie anfangen zu beleidigen. Also wenn jetzt so wie jetzt in den letzten Tagen diese Schnappatmungsfraktion zur Hochform aufläuft und so übelst krass irgendwelche Kampagnen fährt, dann läuft es in Wahrheit schlecht für sie. Also das, was der Russe da jetzt ausgebrütet hat mit der Shanghai-Kontaktgruppe, hätte die NATO nicht erwartet. Die NATO hat von Anfang an zum Beispiel manche Sachen richtig gemacht, aber manche Sachen sind noch anders gekommen, als sie gedacht hat. Die NATO war, glaube ich, fest davon überzeugt, dass sie den Russen früher oder später politisch isolieren würde. Und dazu ist es nicht gekommen. Also jetzt müsst ihr so sehen. Bisher ist es ja ein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Wenn jetzt chinesische Divisionen auftauchen würden in der Ukraine, das wäre theoretisch möglich. Oder sonstige Divisionen, iranische Divisionen, der Russe hat viele Verbündete. Die haben viele Truppen. Das ist gar keine Frage. Da könnten noch sonst was für Armeen kommen. Da könnten Millionen von Soldaten theoretisch jetzt in der Ukraine aufschlagen. Aber ihr müsst bedenken, von Anfang an, die Leute, die davon ausgegangen sind, dass das passieren würde. Ich war von Anfang an mir ziemlich sicher, das würde nicht passieren. Weil damit würde quasi ein so eine Art Next-Level-Shit-Ebene erreicht werden, wo dann auch theoretisch die Amerikaner Truppen schicken könnten. Seht ihr, wenn der Chinese jetzt irgendwelche Divisionen in die Ukraine schickt, die ganz offiziell, egal, oder auch nur inoffiziell, aber trotzdem, dann wenn doch die Amerikaner Divisionen schicken, dann würde dieser Konflikt auf ein Weltkriegsniveau gehoben werden. Das will der Chinese nicht tun, das ist nicht sein Style. Ich kenne den Chinesen, versteht ihr? Es gibt von diesem Herr von Sänger, ich muss wieder die Strategie-Reihe weitermachen, aber ich habe dieses Herr von Sänger, ist so ein deutscher Sinologe, ein Schweizer Sinologe, der hat irgendwelche Bücher geschrieben, der hat die Strategien übersetzt, der hat diverse Strategienbücher geschrieben, der hat aber auch grundsätzlich, es gibt dieses Monlüe, also im Chinesischen, die Strategeme heißen Binfa. Das sind Strategeme, aber es gibt auch dieses Monlüe. Das ist so eine bestimmte Art zu denken der Chinesen, wie sie genau vorgehen, was sie genau mögen, wie sie denken. Versteht ihr? Haro von Sänger hat viele Jahre in China gelebt. Ich habe mir dieses Buch, das war unglaublich schwer zu lesen, aber ich habe das verschlungen förmlich. Ihr müsst so sehen, der Chinese ist kein Fan davon, das war er noch nie. Da gibt es ganz viele historische Beispiele, irgendwas mit der Brechstange zu lösen. Der Chinese, der ist ein Chirurg, versteht ihr? Wenn der Chinese dich operiert, dann schneidet er dir, dann hackt er dir nichts ab oder so. Sondern versteht ihr, er zieht dir so wie so ein Samurai oder ein Ninja mit seinem Schwert. Die Wunde sieht von außen winzig aus, aber er hat dich zerstört mit dieser Wunde. Das ist so der Style vom Chinesen. Er mag überhaupt nicht irgendwelche krassen Metzeleien und so weiter. Das ist überhaupt nicht im Sinne der Chinesen. Ihr müsst so sehen, dieses Kartell, die Shanghai-Kontaktgruppe, die gibt es ja schon lange. Und diese asymmetrische Kriegführung. Ich habe ja lang und breit in meinen Sendungen darüber geredet, dass jetzt zum Beispiel die Asiaten, also dass die Shanghai-Kontaktgruppe, jetzt anfängt, den Westen mit asymmetrischer Kriegführung zu bekämpfen. Das ist unglaublich logisch. Das passt zu ihrem bisherigen Verhalten. Das ist genau das, was sie schon die letzten 25 Jahre gemacht haben. Das ist das, was die NATO gebrochen hat im Irak. Das ist das, was die NATO gebrochen hat in Afghanistan. Versteht ihr? Es ging immer darum, die NATO irgendwo reinzulocken. So nach Motto, geh all in. Und dann bist du dran, so nach Motto. Dann, wenn du all in gegangen bist, dann kommen wir und dann werden wir dich tranchieren.
Wie ein Spanferkel werden wir dich zerlegen. Das haben die schon immer so gemacht. Und deswegen ist es auch unglaublich logisch. Oh, ihr müsst so sehen. Die haben ja jetzt den Energiepreis schon hochgetrieben bis zum geht nicht mehr. Es ist unglaublich logisch, wenn sie jetzt beigehen und zum Beispiel irgendwelche Terroranschläge begehen lassen durch islamische Terroristen, weil ihr müsst so sehen. Diese islamischen Gruppen, die führen ja ihre asymmetrische Kriegführung normalerweise mit irgendwelchen Billig-IEDs. Da gibt es so ein Waffensystem, so dieses Tandem-Hohladungsprinzip. Das habe ich auch in irgendwelchen Sendungen beschrieben. Das ist unglaublich mächtig. Das gab es schon im Zweiten Weltkrieg. Da gab es irgendwelche Torpedos, die konnten die dicksten Schiffe schon versenken gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dieses Prinzip gibt es auch heute. Du kannst auch theoretisch, ich habe auch irgendwelche Berichte darüber gesehen, ein entsprechender Ingenieur, der Ahnung hat, kann aus einem Automotor irgendwelche Zylinder ausbauen, dann muss sie entsprechend anbauen. Es gibt irgendwelche mathematischen Berechnungen, dann muss man diesen Zylinder befüllen mit einer bestimmten Mischung aus, oh, keine Ahnung, es gibt da irgendwelche Komponenten, die man da einbauen muss, und dann kann man theoretisch ein Loch in so ein Humvee machen, ist gar kein Problem. Wenn sowas industriell gefertigt ist, also wenn jetzt, sagen wir mal, du Terroristen, es funktioniert schon mit irgendwelchen selbstgebauten Amateurwaffen, nenne ich es jetzt einfach mal, die in irgendeiner Werkstatt irgendwo im Gazastreifen zusammengeschraubt werden. Funktioniert diese Art der Kriegführung. Aber es ist natürlich noch viel geiler, wenn du irgendwelche professionellen Waffen hast. Darüber habe ich auch schon in meinen Sendungen berichtet. Wenn jetzt irgendwelche entsprechenden Gruppen, und gibt es ja noch nöcher in der islamischen Welt, wenn die jetzt irgendwelche speziellen Waffen bekommen, die spezialisiert und entwickelt wurden für dieses Ding. Diese Tanker sind empfindlich. Wenn jetzt zum Beispiel Russland mit Atomwaffen droht. Im Moment wird von den westlichen Medien unglaublich viel Bullshit erzählt. Es ist unglaublich schwer, sich da durchzuwühlen und zu begreifen, worum es geht. Wenn der Russe uns mit Atomwaffen droht, ja nicht mit einem nuklearen Erstschlag gegen die USA, das ist ja Quatsch, sondern er droht damit, dass, falls irgendwelche amerikanischen Tanker Plado gehen. So ein Tanker, der kann ja locker mal eine halbe Milliarde Dollar kosten. Oder wert sein. Wenn dann ein Amerikaner auf die Idee kommen sollte, irgendwelche Ziele auf russischem Staatsgebiet anzugreifen, dann würde der Russe wohl auch irgendwelche taktischen Nuklearwaffen zur Vergeltung einsetzen. Weil, müsst auch immer bedenken, habt ja so eine Situation wie jetzt, so eine Art neuen Kalten Krieg. Das ist ja nicht neu. Es hat es ja schon gegeben, damals das erste Mal mit der Kuba-Krise. Das ist ein unglaublich interessantes Thema, sich damit zu beschäftigen. Und das letzte Mal hat es das gegeben, irgendwann in den späten 80er oder Mitte, Ende der 80er Jahre, während der Regierungszeit von Ronald Reagan. 5-mal stand die Welt am Rande des Atomkrieges, aber in letzter Konsequenz schrecken natürlich beide Seiten zurück. Versteht ihr? Das Ende der Menschheit ist kein Ponyhof, das ist kein Kindergeburtstag. Es ist das Ende der Menschheit. Da hat sich nichts geändert seit damals, seit den 60er Jahren. Guckt euch mal, wenn ihr euch für sowas interessiert. Guckt euch mal es gibt wirklich gute Dokus. Also ich habe schon sehr gute Dokus gesehen über die Kuba-Krise. Ich mag eine richtig gute Doku an damals über diese Krise. Das war noch die mieseste aller Krisen, wo es fast zum Atomkrieg gekommen wäre in den 80ern. Und dann guckt euch mal eine Doku über die Zarbombe an. Das ist einfach nur so faszinierend, weil es so urgewaltig ist über Sacharow und die Zarbombe. Damals, 1965, wurde die Zarbombe getestet, wenn ich mich recht erinnere. Und damals war auch klar, es gibt kein Entkommen. Versteht ihr? Die Zarbombe imitiert so eine Strahlung. Ich glaube, es nennt sich Neutronenstrahlung. Die tötet alles bis zu einer Tiefe von 500 Metern. Und es war damals schon klar, dass man kann keinen Bunker bauen, der bis 500 Meter tief irgendwo, also kann man natürlich schon, aber nicht für 1 Million Menschen, so nach dem Motto. Die Vorstellung, dass man einen Atomkrieg überleben könnte, lest euch 2033 durch. Das ist schon relativ cool beschrieben, so. Der Roman ist jetzt nicht der Bruder, also ich finde ihn jetzt nicht so geil wie manche Menschen, aber allein nur die Beschreibung, wie so eine Welt dann wäre nach dem Atomkrieg, die wäre nicht lustig. Und daran hat sich nichts geändert bis heute. Das heißt, in letzter Konsequenz wird der Westen zurückschrecken müssen. Und in letzter Konsequenz konnte ja der Westen dem Iran auch noch nie irgendwas. Der Iran hat Saudi-Arabien vergewaltigt förmlich. Dieses Ding da, einmal mit diesen zwei Raffinerien, das habe ich erzählt in der Sendung davor,
Und dann neulich dieses Ding in Jeddah. Und Jeddah ist ja so eine Raffineriestadt, der für mich so eine Energiestadt. Da habe ich Bilder gesehen im Spiegel, da hat der ganze Horizont gebrannt. Die haben mit irgendwelchen Drohnen alles vernichtet. Genau das kann immer wieder passieren. Es ist nicht möglich. Es ist technisch gesehen nicht möglich, alles, was wirtschaftlich für uns relevant ist, auch komplett zu beschützen. Es gibt unglaublich viele Wege, wie man die Wirtschaft treffen kann. Und ihr müsst bedenken, wir sind ja schon in der Krise. Wir haben uns ja schon weit aus dem Fenster gelehnt. Wir haben ja, sagen wir mal so, Hitler hat damals den Zweiten Weltkrieg verloren, weil er seine Fronten überdehnt hat. Gibt ja häufig in der Geschichte des Krieges, dass irgendwelche Länder ihre Front überdehnt haben. Und sagen wir mal so, der Westen hat seine wirtschaftlichen Möglichkeiten natürlich jetzt noch nicht überdehnt. Aber er hat sie schon gut gedehnt, so ist es ja nicht. Dass es viele gibt, die heute unzufrieden sind. Ja, ihr müsst bedenken, ich habe jetzt meinen Vater heute getroffen. Die sind aus Montenegro, aus meinen Eltern zurückgekommen. Und ich habe ihm so ein bisschen geholfen beim Einkaufen. Manchmal gehe ich mit ihm so ein bisschen einkaufen, dann trinken wir Kaffee. Mein Vater hat irgendwie ein paar Sachen gekauft. Und dann an der Kasse hieß es plötzlich 40er. Ich meine, das muss ich euch nicht erzählen. Ihr geht ja selber einkaufen. Ihr wisst ja, wie es ist. Wir sind hart am Limit dessen. Keine Ahnung, es wird irgendwelche Menschen geben, die werden diesen Winter ihre Strom- und Heizrechnung nicht bezahlen können. Müsst ihr auch bedenken, in England gibt es ja schon so eine Initiative, irgendwie ein paar Millionen Menschen einfach ihre Rechnungen in den Stadtwerken nicht mehr bezahlen. So ein Auto, das geht einfach nicht fertig. Was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht verhungern zu Hause vor lauter Stromrechnung. Das heißt, wir sind schon gut am Limit. Wir sind verwundbar. Es ist so. Wir sind der Westen. Wir sind verwundbar. Diese ganze Strategie, ich habe es ja vorhin schon dazu angesetzt, wie ich bestimmte Dinge analysiere, das ergibt einen Sinn alles. Alles das ergibt einen Sinn. Weil ihr müsst auch bedenken, der Russe ist mit einer bestimmten Militärmacht in die Ukraine einmarschiert. Er hat im Süden irgendwelche Gebiete erobert, hat auch im Norden irgendwelche Gebiete erobert. Vielleicht hat er sich in dieser Phase auch irgendwie überdehnt gehabt. Das kann sein. Ich kann es nicht so genau beurteilen. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Manchmal weiß man es einfach nicht. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob es im Endeffekt darauf hinausgelaufen ist, dass der Russe nur irgendwas billig kaputt machen wollte im Norden der Ukraine oder dass er sich wirklich überdehnt hat. Das kann sein. Aber er ist ja bei dieser Militärmacht geblieben. Er hat ja nicht aufgestockt die ganze Zeit. Und der Westen hat geliefert und geliefert und wir werden gewinnen. Und ihr wisst ja, wie das ist. Unsere koksenden Luftpumpen und Schnappatmungsträger, die haben es ja aufgepumpt. Die konnten ja vor Kraft kaum laufen und so weiter. Und warum eskaliert jetzt der Russe so krass? Unsere Medien oder unsere Transatlantiker sagen, ja, das ist ein Zeichen einer Niederlage. Nein. Ich meine, das kann man natürlich so sehen. Man kann immer alles. Es gibt immer ein Narrativ. Ich kann immer alles so drehen und wenden, dass der andere in Wahrheit verkackt hat. Das ist gar kein Problem heute. Kann heute jeder. Aber in Wahrheit ist es auch irgendwie ein Zeichen. So nach Motto Westen, jetzt ist Schluss mit Lustig. Jetzt ist Ende der Fahnenstange. Es lohnt sich nicht mehr. Egal, wie viel du der Ukraine liefert. Jetzt, weil, man muss auch bedenken, Clausewitz, das war ja ein deutscher Stratege, und das gilt auch bis heute noch so, wie er das damals gesagt hat. Du brauchst, um ein Gebiet zu erobern, also sagen wir mal, wenn der Russe jetzt da in der Ukraine ist und sagen wir mal, die russische Armee ist 500.000 Mann stark, dann gibt es ja noch die Separatisten und dann gibt es noch irgendwelche Tschetschenen und irgendwelche anderen Gruppen. Also sagen wir mal, die kommen dann so auf 650.000 bis 700.000 Mann. Dann müsste die Ukraine 1,2 Millionen Männer ready machen, um die Russen dort zu besiegen. Also es gibt natürlich auch die Variante, dass du mit Equal Numbers angreifst, aber das endet in der Regel in einem krassen Gemetzel. Wenn du nicht mindestens mit einer doppelten Übermacht angreifst, dann läuft es in der Regel darauf hinaus, dass beide Seiten unglaublich viel verlieren. Und dann ist es häufig so, gibt es wirklich auch krasse Beispiele in der Geschichte, dass dann, sagen wir mal, vielleicht gewinnt der Angreifer, aber hat am Ende so schwache Kräfte nur noch übrig, nachdem er gewonnen hat, dass ihm sein Sieg zerrinnt. Das nennt man einen Pyrrhus-Sieg. Diesen Begriff gibt es schon seit der Antike. Da gab es einen Pyrrhus, der hat irgendwie ein paar Schlachten gewonnen, aber es lief immer darauf hinaus, dass er irgendwie nichts davon hat. Er hat zwar gewonnen, aber deswegen hat er irgendwann dann diesen Spruch geprägt, wenn ich so weiter siege, dann bin ich verloren. Und deswegen nennt man das, weil er halt Pyrrhus hieß, nennt man das einen Pyrrhus-Sieg. Also, sagen wir mal, damit die Ukraine wirklich gewinnt, bräuchte sie jetzt eigentlich 2 Millionen Männer.
Es gibt aber keine 2 Millionen Männer in der Ukraine. Könnt ihr vergessen. Ich habe auch vorhin irgendwo gelesen, irgendeiner von diesen russischen Trollen, diesen Trollkommentatoren, die es da gibt, hat gemeint, jetzt könnten ja die Deutschen, jetzt kann ja Annalena Baerbock in Deutschland eine Teilmobilmachung ausrufen, mal sehen, wie viele Deutsche Bock haben, für die Ukraine zu kämpfen. Ich prophezei, es werden nicht sehr viele sein. Das heißt, dieses Ding ist eigentlich vom Tisch. Das habe ich aber von Anfang an auch schon so gedacht. War mir nur nicht ganz sicher, weil nach dieser Niederlage in Charkiw war ich mir nicht sicher, ob Putin jetzt noch weiter eskalieren würde. Aber er hat eskaliert. Er hat eskaliert. Man kann es schon noch sagen. Das war jetzt ein starkes Zeichen. Putin kommt. Er kommt langsam. Das wird jetzt nicht schnell gehen. Aber irgendwann, ab Anfang nächsten Jahres, es gibt erstmal diesen Winter. Die Russen müssen jetzt irgendwie ihre Stellung halbwegs halten. Also, wäre natürlich krass, wenn es der Ukraine jetzt gelingen würde, alles zu erobern, inklusive der Krim bis zum 1. Januar. Aber das glaube ich nicht. Und dann, im neuen Jahr, wenn dann die Temperaturen ein bisschen zurückgehen und das Wetter so ist, dass man wieder Krieg führen kann, dann, keine Ahnung, also dann wäre denkbar, mit diesen Numbers können die Russen nur das überholen. Ob sie das tun werden, weiß ich nicht. Das war jetzt nur so eine Randbemerkung. Aber versteht ihr, im Endeffekt ist es so, so wie der Russe jetzt mobilisiert hat, können wir es vergessen. Egal, was für der Ukraine schicken. Versteht ihr, egal, wie viele Panzer wir schicken, weil dann lösen wir ja ein gigantisches Blutbad in der Ukraine. Das heißt, im Endeffekt, in Wahrheit hat der Westen verloren. Wir haben jetzt unglaublich viel Geld da rein investiert. Wir haben Waffen geschickt. Wir haben uns innerlich zerrissen in einem Kulturkampf. Wir werden irgendwelche Jobs verlieren. Die deutsche Wirtschaft wird, wenn, je nachdem, wie stur wir sind, werden wir unglaublichen wirtschaftlichen Schaden hinnehmen. Und letzten Endes wird es nichts bringen. Versteht ihr? Weil, wenn jetzt zum Beispiel wirklich Deutschland, die USA, irgendwelche Länder nochmal 100.000 Mann hinschicken würden, was ich unrealistisch finde, aber nehmen wir an, es wäre so. Dann würden wir Ländern wie dem Iran Gründe geben, auch Divisionen hinzuschicken. Danach wäre die Büchse der Pandora offen. Das wäre richtig mies. Also, ob der Westen so weit gehen wird, es ist natürlich denkbar, dass die Amerikaner in so einer Art, ja, die Amerikaner würden es wahrscheinlich tun und irgendwelche wirklich fanatisierten Länder, sowas wie die Polen, die würden es vielleicht auch tun, aber die können es nicht. Also ich glaube nicht, dass es die Franzosen tun würden. Ich glaube auch nicht, dass Olaf Scholz es tun würde. Und komplett ohne seine Verbündeten, also nur mit dem Baltikum und Polen im Bunde, kann ich das die Amerikaner nicht geben. Mal abgesehen davon, dass es ja dann trotzdem darauf hinausläuft, dass es wieder taktische Nuklearwaffen gibt. Das bringt also alles nicht. Dieser Krieg ist jetzt mit einem Schlag off limits geworden. Er ist so teuer geworden, dass er für den Westen halt. Ich möchte mich jetzt nicht darauf festlegen, weil später blamen mich dann wieder irgendwelche Leute. Hey, du hast mit das gesagt. Ja, ist ja gut. Aber ich bin nicht allwissend. Es gibt Dinge, die ich nicht weiß. Zum Beispiel, wie gesagt, wie weit der Westen zu gehen bereit ist. Aber ihr müsst auch bedenken, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da ist ja jetzt in der Ukraine, in Anführungszeichen, nichts zu gewinnen gibt, so richtig. Macht es auch keinen Sinn, die Sache in die Länge zu ziehen. Seht ihr, wie ich meine? Jetzt hat Putin eine Sache gemacht. Er hat den Einsatz, er ist, all in will ich nicht sagen, aber er ist schon mit so einem hohen Einsatz in die Sache reingegangen, dass es eine militärische Lösung, also einen Sieg der Ukraine gegen Russland, gab, die Option fällt aus. Vielleicht können die Ukrainer noch ein bisschen Boden gut machen, bis Anfang nächsten Jahres, aber danach ist Feierabend. Und dass es jetzt für den Westen noch Sinn macht, irgendwelche Wirtschaftskriege gegen Russland zu führen, das kann der Westen natürlich tun. Aber ich denke auch, dass zum Beispiel aus der Sicht der Shanghai-Kontaktgruppe, ihr müsst bedenken, der westliche Wirtschaftskrieg gegen Russland, er zieht ja weite Kreise, zieht ja auch irgendwie die ganze Welt mit rein. Die ganze Weltkonjunktur leidet darunter. Ich könnte mir vorstellen, dass es den Chinesen und den Indern und ganz vielen Ländern auf der Welt in Wahrheit mächtig auf den Arsch geht. Und dass man den Westen zwingen wird, aufzuhören. Also, weil ihr müsst auch eine Sache bedenken, bevor ich es vergesse. Guck mal, die Ukraine hat ja irgendwelche terroristischen Anschläge, kann man als Terrorkrieg bezeichnen. Teilweise diese Sprengung irgendwelcher Flughäfen. Das sind keine regulären Militäraktionen. Es gibt ja auch diese Dinger, dass da irgendwelche Saboteurteams verhaftet wurden, gilt ja heute allgemein als Terrorismus. Und dass ja auch irgendwelche islamistischen Terroristen auf der Krim diesen Flughafen angegriffen haben. Das ist ja sozusagen ein Terrorkrieg. Und damit
Hast du ja, hat die Ukraine und auch die NATO, die das geduldet hat, hat diesen Krieg auf eine Ebene gehoben, wo man quasi jetzt diese Ebene eröffnet hat. Versteht ihr? In dem Moment, wo ich irgendwelche Terroranschläge gegen Russland ausführe, habe ich auch irgendwie die Büchse der Pandora geöffnet, dass der Russe das dann gegen mich zurückmachen will. Ich kann dann zwar später jammern, oh mein Gott, das ist ja so gemein, aber versteht ihr, das ist nicht besonders glaubhaft, das wird auch den Rest der Welt. Weil ihr müsst auch mal überlegen, für den Russen war das einzige Risiko, was er in diesem Konflikt irgendwie hatte, er ist einfach größer als die Ukraine. Letzten Endes kann er, wenn gar nichts anderes funktioniert, er hat A, Atomwaffen und er ist B, viel größer. Das heißt, er kann die Ukraine A, erdrücken und B, kann er durch Atomwaffen verhindern, dass die Ukraine ihn erdrückt oder dass der Westen eingreift und so weiter. Das muss ich jetzt auch nicht näher ausführen. Das einzige Risiko, was der Russe hatte, ist, dass sich seine Verbündeten da, diese BRICS-Staaten und dieses ganze Ding gegen ihn wenden würden. Und letzten Endes ist ein Kollateralschaden, das muss man auch bedenken, ein Kollateralschaden unserer Sanktionen gegen den Russen ist, dass die Weltwirtschaft und die Weltkonjunktur darunter leiden und dass man uns deswegen zwingen wird, aufzuhören. Es ist jetzt nicht unbedingt so wichtig für China oder Indien, ob jetzt der Russe irgendwie ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Territorium in der Ukraine erobert. Das ist diesen Ländern egal. Wichtig ist, dass Russland als ihr integraler Partner, weil, das müsst ihr auch bedenken, Russland ist in gewisser Weise ein Land, das blockiert für den Westen den Zugriff auf Asien. Und Asien ist ja das Rückzugsgebiet, ist ja die Machtbasis der Shanghai-Kontaktgruppe. Das habe ich aber von Anfang an schon gedacht, habe ich auch schon vor 6 Monaten in irgendwelchen Sendungen gesagt, der Chinese wird nicht erlauben, dass der Westen den Russen essentiell schwächt. Seht ihr, Russland kann diesen Konflikt nicht verlieren in dem Sinn. Und andererseits ist es aber auch so, dass jetzt der Westen in so einem maßlosen Hass irgendwie die ganze Weltwirtschaft runterreißt und eine riesen Weltrezession auslöst. Darauf haben diese Länder auch keinen Bock. Das ist denen ihr ureigenstes Interesse. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so verschwurbelt, nicht zu kompliziert, und das sind so meine Gedanken zu diesem Thema. Bleibt abzuwarten. Also, es kann natürlich sein, dass der Westen jetzt auch irgendwie nochmal versucht zu eskalieren. Aber vielleicht hat der Westen auch irgendwelche Möglichkeiten an, die, von denen ich nichts weiß und von denen ihr auch nichts wisst. Kann alles natürlich sein. Kann auch sein, dass der Westen Harakiri-Kurs macht. Es gibt ja auch irgendwelche Reiche, wie zum Beispiel das zaristische Russland. Das war ja der letzte Zar von Russland, der Nikolaus. Der war so versessen darauf, im Ersten Weltkrieg zu bleiben und diesen Ersten Weltkrieg weiterzuführen, dass er quasi das Zarenreich geopfert hat dafür. Es kann sein, dass der Westen sich jetzt auch opfert, irgendwie aufgrund von irgend so einer Harakiri-Reaktion. Also sagen wir mal so, ich würde sagen, der Westen hat jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder er akzeptiert das Scheitern seiner Pläne in der Ukraine, das wäre sehr demütigend für ihn. Aber es wäre billig. Er würde ja noch halbwegs günstig davonkommen. Oder er zieht jetzt diesen Konflikt noch viele Jahre in die Länge. Das wäre aber sehr teuer für ihn. Also dann wird es wirklich sehr, sehr teuer. Und letzten Endes kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwas ändern wird. Putin wird seine Südukraine kriegen. Seht ihr, es ist für ihn nicht akzeptabel. Es ist so wie so eine Argumentationskette. Für den Putin ist eine Ukraine, die zur Militärmacht herangezüchtet wird, an seiner Grenze einfach nicht akzeptabel. Unter keinen Umständen. Gar nicht. Und umgekehrt ist es so, dass eine essentielle Schwächung der Russen für diese anderen Mitglieder der Shanghai-Kontaktgruppe auch nicht akzeptabel ist. Unter gar keinen Umständen. Vielleicht hätte es auch anders laufen können dazwischen. Ich weiß es nicht. Aber es hat sich jetzt halt so gefügt, wie Cäsar mal so schön gesagt hat. Die Würfel sind gefallen. Man wird im Nachhinein, wird die Geschichte urteilen, der Westen hat sich verrannt. Und jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie lange unsere koksenden Betonköpfe von Politikern brauchen, um das zu erkennen. Ich würde sagen, das reicht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, habt Spaß, macht euch locker, genießt das Leben. Vielleicht kommt es ja zum Atomkrieg und wir sind am Arsch. Deswegen, es wäre doch blöd, wenn irgendwie dieser Atomblitz neben euch irgendwo in eurer Region aufblitzt
Und ihr habt euch die letzten paar Wochen davor habt ihr euch irgendwie geärgert und wart voll mies drauf und habt gehadert. Macht irgendwas, was euch glücklich macht. Haut's rein.